Nächste Problematik habe ich hier rechtlicher Natur. Hier fragt Herr B. Mein Vater ist vor kurzem gestorben. Ich bin nicht ehelicher Sohn. Die Erben haben keinen Kontakt zu mir aufgenommen. Was kann ich tun? Ja, also Benachrichtigung müsste eigentlich vom Nachlassgericht gekommen sein, wenn er also Sohn des Verstorbenen ist. Und da müsste eigentlich auch drinstehen, ob er jetzt Miterbe geworden ist oder ob eine Erbzuwendung an andere Verwandte, Kinder oder was auch immer als Erben gemacht worden ist, also er quasi aufs Pflichtteil gesetzt worden ist. Und wenn dem so ist, dann muss er was tun, dann brauchen die Erben nicht auf ihn zukommen. Das braucht die nicht interessieren, denn der Pflichtteilsanspruch muss geltend gemacht werden und das muss man selber tun. Und da hat man 3 Jahre Zeit ab dem Zeitpunkt des Todes und wenn man die Zeit verpasst, dann ist das verjährt und dann ist der Pflichtteil futsch. Das heißt also, man muss sich an die Erben wenden und muss von ihnen Auskunft verlangen über den Bestand des Nachlasses. Und dann kann man also daraus errechnen, wie hoch der eigene Anspruch ist. Wenn es reines Geldvermögen ist, ist es relativ einfach. Sind dann noch Grundstücke oder ähnliche Liegenschaften vorhanden, dann geht es wahrscheinlich in der Regel nicht ohne ein Sachverständigengutachten. Und das ist dann der Punkt, wo die Streiterei in der Regel losgeht. Ja. Was allerdings nicht hindert, ist sein Status als Nicht-Eheliche. Auch nicht-eheliche Kinder sind also pflichtteilsberechtigt. Mhm. Allerdings natürlich nur nach, jetzt hier aus dieser Ehe natürlich nur nach dem Vater, weil mit der Mutter ist er ja nicht verwandt. Also da kann er dann ja natürlich nichts geltend machen. Aber auf jeden Fall muss man sich rühren, man muss da selber aktiv werden und man muss die 3-jährige Verjährung beachten. Und ja, wenn die Erben nicht dergleichen tun und keine Auskunft erteilen, dann kann man diese Auskunft auch einklagen. Da muss man sich dann halt an einen Anwalt wenden. Ja, das ist immer unser bester Rat. Wenden Sie sich an einen Fachanwalt. Aber ist das dann noch wichtig bei der Sache, dass der Sohn mal in seine Geburtsurkunde guckt, ob der Vater überhaupt drinsteht? Nicht, dass er nur der Meinung ist, dass er der Sohn ist, aber der Vater hat ihn nie anerkannt. Das kann im Einzelfall vorkommen, aber ich glaube, das wird hier nicht der Fall sein, weil dann ist ja der Status, sein Status völlig ungeklärt. Ja. Wenn der nicht anerkannt hat. Ja. Aber dann hätte er sicher die Frage so nicht gestellt dazu. Ach so, der Zuschauer. Okay. Gut, das wollen wir mal so annehmen.